Liebe Freunde des gepflegten Tabakgenusses, moin miteinander. Wie ihr schon vielleicht gesehen habt, habt ihr diese Kiste noch nicht gesehen. Es wird was Neues geben. So sieht das Zigarrchen aus. Ihr seht schon wieder Box gepresst. Jetzt sieht man die Vanille ein bisschen schlecht. So sieht man sie besser. Mal gucken, ob wir die scharf kriegen. Ah, so halbwegs geht's. Jawohl. So ein bisschen. Wir haben eine neue Zigarre am Start. Revant, Wiederauferstehung. Mein Wort ist echt, also selbst wenn ich ein bisschen schwierig zu sprechen. Wir haben vorhin echt mal nachgucken müssen. Ich glaube, ich spreche es immer noch so richtig, aber egal. Und das ist das neueste Projekt von Gurkha. Ihr wisst, Gurkha, 1897 gegründet in Indien. Von Briten. Zu Ehren der Gurkha-Krieger aus Nepal. Und denen zu Ehren haben wir eine neue Zigarre, die da heißt Wieder auferstanden. So soll der Name sein. Und diese Zigarre macht ein alter Bekannter von uns. Der ein oder andere kennt Ram Rodriguez von El Artista Cigars. Und Ram Rodriguez macht in der Dominikanischen Republik diese wirklich, wirklich gute Zigarre. Ich habe schon ein paar davon geraucht. Ich habe die schon eine Zeit lang hier. Eben zum Probieren. Und jetzt kommen sie, jetzt stehen sie auf der Liste. Wir haben noch keinen Preis. Der wird nächste Woche wohl kommen. Und dann kann es losgehen. Ja, wer Ram Rodriguez kennt, wer Gurkha kennt, der weiß, Gurkha fertigt in sehr vielen verschiedenen Fabriken Zigarren in Nicaragua, in der Dominikanischen Republik, hat eine eigene Dominikanische Republik und arbeitet mit allen möglichen zusammen. Das heißt, hier gibt es keine wirkliche Anschrift. Hier arbeitet man mal mit dem, mal mit dem, mal mit dem. Je nachdem, so wie man die Zigarre haben will, so wie man sich den Blend vorstellt, dann sucht man sich die entsprechende Stelle, wo man das machen kann. Ob das jetzt PDA ist, ob das Aganosa ist, ob das Caribbean Cigars ist, ob das El Artista ist. PDA, die eigene Fabrik, Torano und so weiter. Spielt alles keine große Rolle. Man guckt eben, dass man denjenigen die Zigarre machen lässt, wo man glaubt, dass der den Blend am besten umsetzen kann. Und das funktioniert ganz gut. Gurkha ist mega vielfältig, mega breit aufgestellt. Es ist für jeden was dabei, aber jeder wird auch was finden, wo er sagt, nee, mein Ding. Da hat man zwei Kappen drauf gemacht und mich gekriegt. Passiert sogar mir, ne? Aber ihr seht, trotzdem, kein Problem, passt. Rem, wenn was macht, macht das gut. Ram Rodriguez, dort wird die Zigarre gemacht, der ja auch zum Beispiel die Slugger macht für den Baseballspieler Don Papi, der die Buffalo 10 macht und die Exactus und für viele, viele anderen auch 1000 Hektar Eigenbesitz von Feldern in der Dominikanischen Republik, 300 Hektar drüben in Ecuador. Sein Großvater hat die Fabrik gegründet und sein Vater und er sind auch in der Tabakzüchtung T13. Ganz großer Begriff, wird noch größer werden. Der Tabak, der im Moment als der Tabak gehandelt wird, der wohl dem H2000 nachfolgen wird. Aber was haben wir hier? Deckblatt. Honduras. Corojo. Was sagt uns das? Wir sehen es schon. Die Farbe ist nicht durchgängig, wir haben so ein bisschen Farbschattierungen drin, dunkelhell, ganz typisch für Corojo, ganz typisch für Criollo. Wir haben, wenn wir weiter runter rauchen, ein bisschen mit Aura-Asche, das heißt die Asche sorry, wird ein bisschen porös, ein bisschen spröde außen, ganz typisch für diese Tabaksorten. Das ist dem Tabak geschuldet. Was haben wir unten drunter? Unter dem Honduras Corojo haben wir ein Kamerun-Blatt. Das heißt, hier haben wir eine Tabakpflanze, die Kamerun heißt, aus Kamerun kommt, also Afrika, Westafrika, das Horn von Afrika, Kamerun Mountain, die teuersten Tabake, die man für Geld erwerben kann. Und in der Einlage haben wir jetzt aus der Dominikanischen Republik einen Criollo 98. Sagt im Endeffekt die Zuchtnummer.
Der 98er ist ein bisschen rassiger wie der 99er. Der 99er ist ein bisschen runder, ein bisschen weicher. Der 99er hat größere Blätter, der 98er ein bisschen kleinere Blätter. Das heißt, das passt ganz gut grob zusammen. Da haben wir ein bisschen Struktur, da haben wir ein bisschen Würze, aber auch nicht zu viel. Also wir haben nicht diese Nicaragua-Würze, nicht diese mineralische Würze, sondern wir haben eher aus der Dominikanischen, also ein bisschen dezenter. Dann haben wir noch Nicaragua drin. Leider Gottes nicht näher benannt. Und dann haben wir noch drin Pennsylvania Broadleaf. Pennsylvania Broadleaf zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, weil es eben ein Tabak ist, der schön breit ist, fett ist. Die Amish Peoples zumeist machen den in Pennsylvania. Und die machen den schon sehr lange, nämlich als sie nach Pennsylvania kamen aus Norddeutschland, aus den Niederlanden. Da haben sie Tabak dort gefunden in den USA, in Pennsylvania. Und einer der Tabaker war eben der Broadleaf, der andere war der Pennsylvania 401. Und mit den Tabaken wird heute noch gearbeitet, da kann man heute noch hervorragend schöne Einlagetabaker, aber auch Umblätter und Deckblätter für Zigarren machen. Also, wenn ihr Lust habt, was Neues zu rauchen, was Interessantes zu rauchen, Reverend Gurkha, und nicht Gurkha ist wieder auferstanden, sondern die Zigarre ist wieder auferstanden. Also viel Spaß mit dem Ding, lasst euch schmecken und bis demnächst.